Ich habe
Nein, ich bin da nicht.
Ja,
Du kannst nicht mehr sitzen, das geht ständig. Jetzt Leidl, jetzt lust einmal zu. Mein Gesang ist zwar ein wenig alt, aber dennoch schick nur. Aber ich mein, dass euch allesamt gefällt. Es war so in Nazareth hinten am Mo, der sich Josef hat genannt. So brav, wie man nicht gleich anfängt und wie man es auch nicht gleich so kennt. Er hat das Zimmer mal gelebt. Und kein Geld war freilich nicht da. Mit der Arbeit hat er es erhebt, dass er gerade so viel machen kann. Es wird gewesen sein, wie es heute auch noch ist. Man hat halt oft halt gerade so zu tun, weil gebaut werden, da hat man es eigentlich. Sonst ist der Verdienst etwa klar. Ein richtiger Mensch richtet sich ein und hält seine Kreuze beieinander. Naja, und das muss einmal sein. Und das sagt einem schon der Verstand. Der Josef hat es wohl auch so gemacht und hat nie nichts Unnütz verloren. Denn weil man das richtig betrachtet, sonst war er kein Heiliger geworden. Ich weiß, dass man nicht sagen kann, die Zimmerleute mögen gerne ein Bier und Brotzeit, die machen es alle Stunden. Die meisten haben jetzt die Manier. Vielleicht, aber selbst mal nicht. Obwohl das nicht so gewiss war. Und weil es in die Bücher oft steht, zu Palästina war es ein wenig heiß. Da konnte ans Bier nicht ganz geraten. So meint man, das hätte noch keine Gefahr. Denn 3 und 4 Maß sind kein Schaden, weil es selbst mal billiger war.
kann sein ja nicht auch. Ist wie es mag. Man hat nie nichts Unrechts nicht gehört. Und hört man ja heute nie kein Klag. Und hat sich kein Mensch nicht beschwert. Seine Frau, na das wisst ihr alles, da braucht es ja kein Wort mehr nicht, in dem, dass wir es alle gelernt haben, was im Katechismus steht. Ganz Nazareth sagt, wie die leben. So friedlich und brav und so stark. Das müsst ihr wohl nicht gleich wiedergeben. War schön, weil es öfter geben darf. Jetzt, dass ich Ihnen weiterverzähle, es kommt zu Ihnen auf einmal ein Schreiben, es müsst Sie und gleich auf der Stelle auch jeder beim Rentamt einschreiben. Der Kaiser Augustus will es haben, der braucht halt wieder ein Geld. Man treibt es von den kleinen Leuten zusammen. Das ist einmal so auf der Welt. Was deren jetzt die Leute in Nazareth? Sie werden heute halt auch schimpfen und zahlen. Und wie man die Sache geärgert hat, da sind sie danach bei den Wahlen. An Josef hat es auch nicht schlecht Gift, weil sie meinen, du kamst da wenigstens da, dann kriegst du dasselbe in die Schrift, als wäre die Steuerlast klar. Ja, kratzt ihn hinter die Ohren. Da kannst du schon nichts machen, mein Mann. Und zahlt ist noch jedes Mal geworden. Im Staat, da fängt keiner an. Der Josef sagt zuletzt in Gottes Namen, dann reisen wir auf Bethlehem rein, als Rentamt, und sagen wir, was wir haben. Es wird schon nicht gar so viel sein. Was ist nachher mit dir? Bleibst du da, Maria? Du warst schon warum. Ich bleibe ja gern, lieber Mann. Aber das Rentamt will, dass ich komme. Das Steuerboot hat es uns ja auch gesagt. Denn auch jeder sagt, er muss her. Und Weiberleid auch, hat er gesagt. Und keine Ausnahme geht es da nicht mehr. Der Josef sagt, jetzt ist es recht. Wie geht man denn mit den Leuten um? Und weil man auch gehorsam sein möchte. Aber das ist der Nachtschutzdumm. O Josef, es steht in der Schrift, ihr seid bald in Bethlehem drin. Und was sie allesamt auftrifft, das hat in sein Herrgott einen Sinn. Im Wald ist so stark, alle Weg sind verwahrt, alle Weg sind verschlimmt, ist kein Steiber nicht blieb. Erst das Zweite ist im Wald, von der Schnee beim Tag werden, es war noch ganz früh, schaute Josef außer im Schnee. Maria, jetzt gehen wir zu, aber zuerst trinken wir unseren Kaffee. Oh Maria, das wird heute was werden. Dein Schuhwerk ist so viel dünn, ich wollte und ich hätte schon recht gern
Wir waren schon in Bethlehem drin. Jetzt lasst er eine Weile, lieber Mo. Uns geht's ja ganz gut, wie es da sind. Was sein muss, das packen wir frisch an und es wird dann noch schließlich geschehen. So ging es hinaus bei der Tür. Maria muss langsam tun. Es kam mir bald selber so viel. Der Josef, der Gescheiter, allein. Von Nazareth braucht man bis auf Bethlehem um 6 Stunden. Das heißt, weil der Weg sauber ist und bei einer richtig gekund. So, gelangt es auf keine Weite wohl nicht. Ein Schuh und noch drüber hat es geschneit. Maria bald 100 Schritte geht, ist Not, dass sie wieder stehen bleibt. Es geht Bugel auf, geht Bugel an. Am besten war es dennoch im Wald, hat der Wind nicht große schier da und war er gar nicht so kalt. Auf Mittag zur Festbahn ein wenig am Holz vorbei, klein über den Rand. Sie müssen, sonst war es ihnen zu streng und sie essen eine Nudel miteinander. An Josef, dem jammert zurecht und wird Maria betrachtet, sagt er, heut geht's uns wohl schlecht und Angst habe ich, dass die was macht. Sie, sagt ihm das freundlichste Gesicht und sagt sie, es feit dich zu weit. Hey Vater, was hilft uns die Geschichte, weil das Jammern ja auch nichts bedeutet. Setzleil, so tapfer ist gewesen. Kein Augenblick nicht hat sie gerannt. Da konnten die Weiber, was denn, ein Beispiel drauf haben. Wir haben es nicht. Dass ich meine Geschichte jetzt vorbringe, sie haben sie so miteinander getröstet. Die Gutheit macht jede Sache gering. Der Unmus ist allweil das Größte. Und wie sie so friedlich das gerieren, da hört man ein wunderschönes Kleid und sieht eines Holz herkutschieren. Da hat sich der Josef schon gefreut. Der Schlitten, der gekommen ist, war vom reichen Manasse, ein Mann von Nazareth. Da hat es keine Gefahr, dass die Maria nicht aufsitzen kann. Hey, halt ein wenig, seid ihr so gut, schreit der Josef. Kann es etwas sein? Du siehst ja, wie es wieder heute tut. Ganz nicht, dass sie mitkam, die Mai. Der aber. Der gibt gar nicht acht, der schnallt mit der Gorsel und rostig schießen voran. Und er lacht und zahnt recht und bräut sich noch groß. Mein Lieber, was kann man da sagen? Ich sag grad, wer so etwas tut, der ist mit ihm selber schon geschlagen. Und Seeleleid geht's nicht so gut. Jetzt hocken sie halt wieder im Schnee, sagt Maria, ärgert ihn nicht. Und hilf mir ein wenig auf, hey, man friert ja nicht so, weil man geht. So warten sie 3 Stunden oder 4 und sie bleiben oft wieder stehen. Der Josef hat gesagt, ihr Mensch hier, sie können bald nicht mehr da gehen. Es war ja schon nicht mehr ganz hell und ein schierchen Nebel hat es gemacht und kam in die Dunkelheit schnell, wo es lernst noch, im Wald, bei der Nacht. Jetzt kommt der Handwerksbursche her, dreht sich um, bleibt stehen und sagt, es scheint bei der Frau geht's nicht, weil ich habe Not, dass man es tragt. Der Josef und er geben sie die Hand, Maria haben es unter sich gefasst und führen es und tragen es miteinander und spüren kaum die heilige Last. Wo kommt es denn her, wer seid's? Ich arbeite als Zimmermann drin, die Nazareth. Das ist ein Kreuz, jetzt sind wir so 8 Stunden umeinander gerannt. Wir müssen auf Bethlehem rein, als Rentenamt. Du weißt ja, Gonzalen. Oh Mensch, ich danke dir heute fei, du tust mir einen richtigen Gefallen. Das braucht's nicht, das Geschichte recht gern. Tja, jetzt holt man einen Äpfelschnaps vom, da würde deine Frau gleich wieder werden. Derselbige, der riecht euch zusammen. So haben sie halt miteinander geredet, haben die Maria gehabt und haben es dran. Ja, Leute, alles den helfen, nicht hätte, was gefeit bin. Das kann ich euch sagen. Jetzt sehen sie schon Lichter im Tal, da drunten muss Bethlehem sein. Der Handwerksbursch sagt, halt's einmal, ich trau mich in die Stadt nicht ganz neu, von zwingst die Standari, verstehst du?
Komm, Papiere habe ich keine. Ich meine, es ist besser, es geht auf Bethlehem eine Lohe. Die nehmen vier Gott voneinander. Maria hat gar so lieb gelacht. Und der Josef drückt ihm seine Hand und hat ihm seine Danksagung gemacht. Wer war der Bursch, liebe Leute? Wie heißt er? Wie hat er sich geschrieben? Wir wissen es noch nicht. Bis auf heute. Es ist uns kein Ausweis nicht blind. Du lüftiger Bursch auf der Ost, du hast mit keinem Pfennig gekriegt und bist doch der Reichste, den ich weiß, und bist doch der Reichste auf der Welt. Ja, vierte Gott, schwing nur dein Hut, die darf kein Standard genieren. Dir ist unser Herrgott was Gutes, bei dem wirst du gewiss nichts verlieren. Jetzt sind wir in Bethlehem drin, was wird etwa da noch alles geschehen, was haben sie etwa da noch alles im Sinn, ist leider, wir werden es dann schon sehen. So hat sich's auch selbst mal gehört. Beim Röselwirt oder im Lamm, da stellen sie von Nazareth ein. Da werden sie einen Unterschlupf haben, da kann es noch am leichtesten sein. Beim Röselwirt sind sie jetzt gewiss, kommt der Hausknecht mit der Laterne. Wer ist denn da draußen? Fremde Gäste und der Liegestadt hätten wir gern. Ja, freilich, sonst fällt euch nichts ein. Bei uns ist schon voll, sagt der Knecht. Es könnte ja noch später dran sein. Wir warten auf ihn, da habt ihr recht. So redet er und so reden sie noch heute. Der Hausknecht, man kennt sie ja recht gut. Die haben an der Grobheit erfreut. Falls arbeiten, kennen sie ihn gut. Es wird, und ich sage ihnen dasselbe, auf engerer Haushalt darfst du schauen. Ist jeder ein Hornbogen gesehen und lasst es nur nicht aus den Augen. Derselbige in Bethlehem haut die Tür zu und sagt nicht gute Nacht. Der Josef hat gerade so geschaut und hat sich am Weg weitergemacht. Beim Lampelwirt dauert es zuerst lang. Da rumpelt der Vize daher und schreit bei der Tür aus im Gang. Bei uns gibt es keine Liegestadt mehr. Sie gehen zum Bräuend auf Post. Beim Schimmelwirt haben sie auch zugeschaut. Zum goldenen Horn, wo es so viel kostet, da haben sie sich nicht eingetraut. Da sind sie noch in Hirweit zum Beck. Beim Schuster haben sie auch einmal geläut. Und nachher beim Huber am Eck und nirgends hat mir was bedeutet. Der Josef, der jammert halt recht. Es ist mir ja gar nicht um mich. Mir war wohl kein Unterstand schlecht. Zwecks meiner ist nicht, aber sie. Maria, ich weiß mir nicht zu raten. Und zwar, da kommt mir gleich an. Ich sehe ja, du leidst mir an Schaden.
und dass ich für gar nichts sein kann. Maria ist nur ein wenig schwach und hat sich viel gesünder angestellt. Sie sagt ihm, geh Josef, die sagt, die ist nicht das Ärgste auf der Welt. Das ist halt jetzt heute mal so. Wir finden was, wirst du schon sehen. Und kriege ich kein Bett auf den Stroh, da bin ich am Hüften schon gelegen. Da hat ihr mal wieder gelacht und sagt ihr, du bist schon so gut. Weil man mit dir ein wenig sprach, da kriegt man gleich wieder den Mut. Und weil er sich geringer führen nimmt und frischer wird, fällt ihm was ein. Ja, dass man nicht gleich auf das kommt. Zum Josias gehen wir rein. Zum Josias gehen wir. Was? Da haben wir jetzt schon gewonnen. Das geht. Sie ist ja auch meine Gebass, die wo auch deinen Zustand versteht. Jetzt rennen wir so umeinander und laufen die halbe Stadt zurück und hätten es Luigi bei der Hand, beim Josias endet der Druck. Ich habe sie wohl lange nicht mehr gesehen. Ganz gewiss so an 7 und 8 Jahren. Pass auf, derer können wir gelegen. Sie ist ja gut, Leute. Das ist wahr. Oh mein Gott, ich weiß nicht wie heute. Wir selbst mal Hotzert haben gemacht. Der Zachus, der war der nächste Freund und hat ihr einen Kammerwagen gebracht. Beim Kirchengang hat es so viel geringt, man sagt, dass das Reichtum gedeutet. Naja, was man so hört, sind sie auch gesehen. Sie sind schon recht geldige Leute. Maria, pass auf, lass dir sagen, mein Basel, die kocht da ganz gewiss ein Muss und dann kriegst du, was ich mag. Na, dass ich auf sowas vergiss. So geht er dahin, voller Freude. Und sagt er, es braucht nichts pressieren, Maria. Jetzt lasst ihr nur Zeit. Jetzt wissen wir ja, wo wir logieren. Oh Josef, wie kennst du die Welt? Du hast scheinst noch wenig Talent. Mit solchen Verwandten mit Geld und was für der Ärmer aufhebt. Schau hier, sagt der Josef und lacht. Beim Josias brennt noch die Laterne. Jetzt hat er sie wirklich gut gemacht. Jetzt haben wir zuletzt doch noch einen Stern. Und schau nur, wie schön ist das Haus. 6 Fenster herund und 5 wieder um. So reinlich und sauber sieht es aus. Da muss ich mir Basel schon lohnen. Jetzt warte noch, ich ziehe gar den Schein. Vom Umstehen haben wir jetzt nur. Ich werde jetzt gleich ausreden ihn. Hey Josias! Mach mal zu! Sie hören bald wieder rum, einer schreit. Was ist bei der Stockfinster Nacht? Wer kommt um dieselbe Zeit? Da wird kein Spektakel nicht gemacht. Ja, grüß dich Gott, Josias, komm und lass uns noch geschwind einmal rein. Du kennst mich ganz gewiss an der Stimme. Wir kommen von Nazareth rein. Wir sind schon so lange auf der Rost und suchen mal noch Ski überall. Und wenn man zuletzt gar nichts mehr weiß, da bist mir halt du noch eingefallen. So, meinst du, da brauchst du nicht mehr. Jetzt geht's schon auf 10 bereits. Da kommst du einfach daher. Ich weiß nicht einmal, wer ihr seid. Der Josef. Wir sind doch verwandt. Und die Dei ist ein Basel von mir. Von dem ist mir nichts bekannt. Jetzt geht's einmal weg von dir. Ich sag dir das selber in der Nacht. Da habe ich am Leben meine Ruhe, da wird keine Bekanntschaft nicht gemacht. Adios, das geht's einmal zu.
Der Josias, Gott ist der Sock. Nee, sag's mir, ich kenne nicht die. Schon deretwegen, weil ich nicht mag. Wo's her bist, da gehst du wieder hin. Jetzt kommt nur ein Weibers dazu, die du so abscheide und schreit. Ein Wurm möchte man haben, unsere Ruhe. Was sind denn das für Leute? Ein Väter von dir, hat er gesagt. Ein Väter, ein Seller, der kommt, bis nachher beim Haus ausruft und selber nichts hat und gerade nimmt. Ein Väter, so war es mir recht. Der Seele verwandt die Gott fragt nur, wo jeder was braucht und möchte und wo jeder was anbrocken will. Da gehen wir die Verwandtschaft nicht aus. Die fressen und Arm vor mir schaut. Kein Seliger kommt jetzt in mein Haus. Ein Väter, der ist eben noch taugt. Sie haben jetzt die Fenster zugeschlagen und werden und schimpfen noch drin. Der Josef weiß gar nichts zum Sagen. Es ist ihm ganz wunderlich gesehen. Er geht ein paar Schritte auf der Straße. Maria geht hinter ihm drei. Sie sieht, seine Augen sind ihm nass. Wir kennen die Leute also sei. Er wischt sie übers Gesicht mit der Hand. Maria, was tun wir denn nicht? Was trägt uns nur alles miteinander? Was ist uns nur alles aufgesetzt? Was soll ja der Mensch nicht verzogen und soll bei der Brautheit bestehen? Als du arm bist, musst alles zusammen vertragen und alles muss über dich gehen. Ein Seelenrede soll man nicht führen. Schau, Josef, das war doch eine Sünde. Wir brauchen keinen Unmus nicht spüren. Ins ist doch das Schönste für Kind. Ich weiß wohl, du meinst mir's recht gut, gerade weil ich das so der Barm. Ich hab den völligsten Muss und weiß ja, wir zwei sind nicht arm. Jetzt, wenn Maria so sprach, da kommt über die Straße ein Mo, der fragt, was sie gern bei der Nacht und ob er es nicht etwa führen kann. Es leide, ich bulte mir das ein, ich morgen gerade, ich weiß ja nicht gewiss, der Selige konnte Engel gewesen sein, obwohl es eben kein Mensch gewesen ist. Kann sein oder auch nicht. Er hat es geweißt und hat sich keine Ausrede verkündet. Er hat es so richtig befleißt, wie sein Engel nicht besser durchkommt. So draußen vor der Stadt war ein Haus, ein Häusl war es, gelohnt, ein Fallen. Da sagt der Mann, sieh mal, komm raus, geh raus, tu mir einen Gefallen. Gleich komm ich, schreit einer von drin. Es dauert nicht lang, geht die Tür. Die Leute hätten es da bleiben im Sinn, im Monat, es kam schon bei dir. Der Simmei, der gerade sehr windschert hinter dem Ohr und sagt, ne, am Ende ging es wohl, doch bei mir ist halt eng, wie weiß denn, im Stall etwa dringt. Ach, vergeht's gut. Wir waren ja so froh, sagt der Josef, wenn du uns nahmst und gabst uns ein Wingerl Stroh. Mir dann wohl ja, wo du kommst. Ja, bleibst noch, ich weigere mich nicht. Ich weiß schon, wie es tut, ist man arm. Ich schaue, dass es erinnert nicht geht, aber drin im Stall, da ist sie warm. Und Stroh habe ich auch gleich aufgeschüttet und ein Hai kriegt es auch noch dazu. Dann legt es euch ein in die Mitte, da habt ihr die aller bis Ruhe. Ich weiß ja, der Simmer ist recht, sagt der andere, führt den gut auch. Ihr seht schon, das habt ihr nicht schlecht, im Stall drin, auf engerer Straße. Der Simmei, der führt jetzt im Stall und der Josef steht ihm was ein. Weißt du, sagt er, bei ihr ist der Fall, es kommt nur heute Nacht etwas sein. Oh mein Gott, und muss umeinander, es ist auf der Welt schon ein Kreuz, jetzt bin ich erst recht bei der Hand. Und hilf euch, weil ihr gar so arm seid. Das beste Stroh hat er aufgestrahlt und schaut, dass die Tür auch gut schließt, dass sie auch kein Wind nicht einwärt und dass sie auch gar nichts verdrießt. Dann sagt er recht freundlich, gute Nacht ist leid und es darf es nicht meinen, ich hätte mir Arbeit hergemacht und einen Umstand macht es mir jetzt keinen. Gute Nacht jetzt und schlaft es mir recht gut. Und lass den kümmern, nichts kümmern miteinander. Ich weiß an mir selber, wie es tut. Und so arm sei,
Das ist mir bekannt. Jasimei, du hast es schon brav, du hast es schon richtig angestellt, wo ja jeder so war, den man traf, na war es dabei schön auf der Welt. Es mag mit finster werden, es bleibt so hell. Es rucken Mond und Stern mit Foder stehen. Sie haben mir Nirvel drin, so hey und klar. Als wär das Firmament ein Hochaltar. Und sie so wunderfein, ihr Sommerkind. Es muss der Herrgott sein, der's hoch am Sinn. Ich denk mir, die heilige Nacht war nicht, wer er jeden sein konnte. Ich denk mir, die Welt ist aufgewacht und wart auf die heiligste Stunde. Der Wind hat sich lang schon verloren, es lässt sich kein Lüfter nicht spüren. Und allerweil starrer ist worden. Es traut sich kein Asterl nicht zu rühren. Und gang noch ein Mensch übers Feld, es tat ihm den Schnaufer verheben. Es hätten am Weg etwas gestellt und wusste keine Rechenschaft zu geben. Man kennt's nicht, was ist und wie es heißt. Und es ist etwas rundum dumm. Und das Herz klopft schneller und weißt, wenn's dieselbe die fragst, nicht warum. A dem ist, als kam aus der Höhe, von heimlicher Musik ein Klang. A dem ist, als kam über den Schnee und weites ein heimlicher Gesang. A Zeitl, da ist wieder Start und fängt aufs Neues wieder an. Als wenn man wo Orgel spielen darf, so fein, wie es herum keiner kann. Es war schon eine besondere Nacht. Und kam an, schon bald so viel, als war der ganze Himmel aufgemacht. Man stand vor der offenen Tür und kam gerade so rein. Kein Schluss war für und der Eingang war frei. Und der Mond, der war da so groß, als war er viel näher hierbei. Die Sternlein, die hätte man kaum kennen, sie flimmern nicht, scheinen so klar. So stark, wie der Bergfeuer brennt, dass man schon gerade feierlich war. Und wie sie die Nacht so aufhält, der Fuchs bleibt im Holz drinnen stehen, er hat seine Lauscher aufgestellt und traut sich keinen Schritt nimmer zu gehen. In Bethlehem liegen wohl die Leute eine Stunde oder zwei schon im Bett. Ist gescheiter. Dieselben hätten es bloß geräut, weil sie einen Trüb genommen hätten. Dem Josias haben sie auch was gespannt. Es läuft wie eine Garasorei und wirft wie eine Lüfter an die Wand. Und macht in der Kammer einen Schein. Sie ist als Erste aufgewacht und stößt ihren Josias an. Schau, Gausi, wie hell ist die Nacht? Er brummt gerade, es liegt ihm nichts drauf. Es wird doch kein Feuer nicht sein. Von mir aus, weil es weiter wegbrennt. Ich schlafe jetzt und mische mich nicht rein, schon weil man die Leute gar nicht kennt. Es ist gerade so leicht wie am Tag und es ist bloß der Mond und der Stern. Von mir aus, und ist jetzt, wie es mag, ich sag dir, ich schlafe jetzt gern. Sie trug aber den Ast ein wenig, sie mag nicht mehr gar so stark liegen. Es wird in der Bettstadt ihr zu eng, und sie ist nachher der Aussicht gestiegen. Und wie sie beim Fenster ausschaut, da wird ihr so wunderlich zumut. Es hat ihr gar nichts mehr taugt, und sie ist ja schon gar nicht mehr so gut. Sie legt sich gleich wieder ins Bett und trat sie bald hin und bald her, als lag sie auf einem starrharten Brett, vom Schlafen ist auch kein Rett mehr. Du Josias, sagt sie auf einmal, ich mein, wir waren da ein wenig grob. Kommt sein, und das war gleich der Fall, man kriegt mit sowas kein Lob. Von was, fragt der Josias Ritz, na ja, von dieselben von heute Nacht. Ich mein, weil du das aufgenommen hättest, es hätte uns nicht gar so viel gemacht. So, meinst du, da habe ich ja schon genug. Jetzt ist die Verwandtschaft am Sinn. Mit zehn Leuten lassen wir einmal durch. Mit zehn Leuten hat man keinen Gewinn.
Ich hab vom Verband schon nichts gesagt. Es fällt mir nur gerade so ein. Und dass mir die Arme verjagt, wird auch nicht das alles schönste sein. Weil wieder ein Kämmer, dann kannst du das und gib mir einen Schenker alles zusammen. Ein Butter und Ohr und ein Schmalz, dann werden wir bald selber nichts mehr haben. Denn bald einmal das eine Gneis, wie schön, dass es beim Josias ist und wie man das Sach ausschmeißt, dann haben wir die Kundschaft ganz gewiss. Ich mag nicht, das will ich dir sagen. Da hat er mein Gutheit ein. Und willst mir du Sach so vertrauen, dann lass ich dir nichts mehr hinten. Er hat sich an die Wand umgedreht und sagt, dass er nichts mehr hören möchte. Sie brummt nur lang, aber stark. Den Gefallen tut er gar nichts mehr recht. Jetzt lassen wir die zwei beieinander und schauen ins was Schöneres gehen. Die streiten bis dahin gerade an. Wir haben ihn schon nur gehört davon. Seht's, weiter von Bethlehem aus, da stehen ja drei Hütten im Feld, an denen haben Hirte drin gehaust und über die Nacht Schaf eingestellt. In einer, da ist auf der Straße derselbe Handwerksbusch gelegen. Er schlaft jetzt und träumt hat er auch. Er hat etwas Wunderschönes gesehen. Was schon wie ein armer Mensch das macht, geht bei den Großen was zusammen. Er möchte gerade ein wenig von der Pracht und möchte von der Freude etwas haben. Er stellt sich vor der Tür hin und spitzt und geht einer raus oder nein. Dann sieht er, wie es drinnen aufblitzt und kriegt von dem Glanz einen Schein. So kommt es zum Handwerksbusch für, es hat ein Atelier aufgekommen. Er steht vor der himmlischen Tür und schaut umeinander da drum. Durchs Glunzen durchschleicht sie ein Strahl. Der glanzt schon, als wäre er von Gold. Und Musi ist drin in dem Saal, als wenn's Angel einziehen wollte. Es wäre ihm so zumut wie ein Kind, das gar so als Christkindl war. Und drin ist der Baum schon anziehend, und das draußen steht, wird ihm so hart. Auf einmal, da rührt sich's am Tor. Es wird ihm gleich zweites aufgemacht. Er hält sich die Hände geschwind davor, so blend und das Licht und die Pracht. Das Silber, das Gold und der Stahl. Und Sonnenlicht hat so eine Gewalt. Er kommt eben die Augen auf da. Es funkelt und blitzt und wie ein Strahl. Ein Kini hat gewiss ein schönes Haus. Ein Reicher kann gewiss was vertrauen. Und haltet da keiner das aus, was wohl erst der arme Mensch sagt. Und wie sich der Handwerksbusch traut und blinzelt ein wenig umeinander, da steht er vorm Herrgott und schaut, der gibt ihm ganz freundlich seine Hand. Na Hansei, wie gefällst du denn da bei mir? Kommst du auch einmal her? Hat er gefragt. Und geh ich noch ganz rein bei dir, du darfst schon. Also hat er gesagt. Heute, sagt er, heute hast du mir fein gefallen. Wer andere Leute hilft und das tut, dem hilf ich auch gern. Überall. Ein Seller, der hat es bei mir gut. Er klopft ihm auf die Achsel und lacht. Der Hansei, der dankt ihm gern. Da, über das ist er aufgewacht und sieht durch eine Luke einen Stern. Der leuchtet ihm so hell und so klar und hat ihm eine Botschaft verkündet. Von droben her, da wo er jetzt war und wieder hinfing. Jetzt hast er. Das ist doch kein Traum. Eine Stimme. Und jetzt schon wieder. Es tut, als wenn es von der Höhe oben kam. Jetzt hört man es auf einmal ganz gut. Es hört, da kommt es allesamt her. Es schlägt in die heiligste Stunde. Ja, Gott in der Höhe sei die Ehre und Friede den Menschen herum. Oh,
ein Ochs und ein Esel, die stinken dabei. Dies ist für die Arme eine tröstliche Geschichte, sonst geht's unser Herrgott schon um das Eingericht. Pass auf, und es lassen wir uns Zeit. Wir müssen beim Simmel zurückkehren und schauen, was im Stall etwa geht und ob wir nicht gar etwas hören. Ich lasse von drinnen nichts gewahren, vielleicht noch. Gab ohne Recht, ach, der Herr hat einen Ochsen ein wenig scharren, wie es Viech an der Kette oft macht. Die Leute ist die Ruhe wohl vergund, das nimmt der Nathenus schon her. Ein Marsch von 8 und 9 Stunden und spüren wir es beim Schnee noch viel mehr. Ist gut, für den jetzt, wenn man schlaft. Ist ja auch Glück, wenn man es kann. Man nimmt ein wenig zu der Kraft und es packt dann nicht gar so hoch. An Simmel hat es alle aufgeweckt, er trat sie im Bett umeinander und bald ist er wieder zudeckt, er schlaft nicht und weiß nicht warum. Er denkt ihm, ja, was konnte denn das sein, was ihm den Heid so geniert? Er besinnt sie, es fällt ihm nichts ein. Dann hat er es wieder mit Schlafen probiert. Und wie es ihm nicht klingt, da geht er raus, es treibt ihm von selber in die Höhe. Da sieht er einen Glanz vor seinem Haus, einen Mond und die Sterne über den Schnee. Ja, was ist denn das für ein Ding, was uns so besonderlich macht? Es wird dann so leicht und so gering und lasst doch keine Ruhe bei der Nacht. Vom Stall raus, da kommt jetzt ein Schei so hell, als wenn es einwendig brennt. Das wird doch kein Feuer nicht sein, der Simmer ist geschwind umgerannt und hört so eine Stimme, die ist hell, ist feiere Glocken voll Gold. Da ist ihm schon gleich auf der Stelle, als wenn er sie niedergehen sollte. Und hat es auch der Simmer nicht gewusst, es ist ihm so feierlich geworden, denn drin liegt der heilige Christ, denn drin ist der Heiland geboren. Und jetzt, was das am Himmel war, als mit den Kerzen am Altar, der Mesner anzündet da und dort, und nach dem anderen brennt es fort, so leichten Stern auf. All bei mir, auf einmal braust von oben her, als wir von 100 Orgeln klingt, als wir von 1000 Harfen singt und Engelstimmen wunderfrei, die klingen drei, Halleluja, Halleluja. Von der Nähe und von der Rund bis 6 in die Höhe, da tut es bald laut und bald verschwimmt es, ganz oben und wieder runter kommt es, Halleluja, Halleluja. Und in den hellen Jubelsang, im Orgel und im Harferklang, hat jetzt eine tiefe Stimme angesetzt, mit Gewalt, so wie der Glocken halt. Kommt alle zusammen, ihr braucht keine Furcht nicht haben, die höchste Freude wird euch verkündet, im Stall dort liegt das Christuskind. So hat die Nacht den Heiland gebracht, zu dieser Stund. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede
den Menschen herund. Da hört es mit einmal wieder stark. Vorbei ist mit Musi und Gesang. Ein paar Mal ist gerade, als verwahrt der Wind nur von zweitestem Klang. Da sind wir nicht nur dort im Schnee und Lust, aber ich hört schon nichts mehr. Jetzt kommen wir von Trent über die Höhe, dieselben Hirte daher. Sie waren noch ganz auseinander, bei ihr war das nicht mehr der Fall. Der Simmei nimmt Staat bei der Hand und geht mit ihr eine im Stall. Sie schleichen auf den Nagel die Schuhe. Der Simmei, der geht ein wenig für und mahnt nun jeden zur Ruhe. Jetzt bleiben sie alle stehen bei der Tür. Die Seien, die wo weiter hinten waren, die haben sie auf Zehenspitzen gestellt. Vor einer, da liegt drin im Barren ein Kindl, der Heiland der Welt. So nackt und so arm haben sie gesehen, im Barren war er aufgeheift mit Stroh. Und das Kind ist ganz ruhig drauf gelegen. Es weint nicht und schaut dann gerade an. Es hat sie mit Stolz um die Pracht und Herrlichkeit gewiss nicht verführt und hat da eine seltene Macht. Auch jeder hat es ein wenig gespürt. Und wie sie niedergeniert haben, von denen hat sie keiner versteht. Sie falten die Hände alle zusammen, die waren ein wenig starr vor der Kälte. Sie bringen als erstes ihrem Dar die Wünsche für ein Glück ohne End. Nicht groß, aber ehrlich und wahr, so wie es halt ein armer Mensch kennt. Da gingen sie stark wieder hinaus und wispern nur ein wenig miteinander. Jeder zieht sein Gebeutel raus und drückt was an Simmei in die Hand. Sie geben es für das Kind so gern her und bald ist erst größer geworden ist, na war's schon, sie haben halt nicht mehr. Es kennt die gute Meinung schon gewiss. Sie nehmen vier gut voneinander und gingen nach Hause durch die Nacht. In Bethlehem. Da hat man nicht gespannt. Von denen ist keiner aufgewacht. Und geht es, in die Mitten ist Leid, dann räumt es euch die Geschichte ein wenig zusammen und fragt euch, ob das nichts bedeutet, dass Christkind bloß Arme gesehen haben. Yo, 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 yo
vielen Dank sagen fürs Besuchen der Heiligen Nacht und ich wünsche Ihnen ganz, ganz schöne Feiertage, frohes neues Jahr, Gottes Segen. Kommen Sie gut an. Dankeschön. Bei Max Hies, bei Willi Meier, bei Florian Seendorfer. Das ist ein bisschen.
Ich wollte es nicht entschuldigen. Ja. Ja, aber das ist ja ganz schwierig. Ich habe schon geschaut. So ist es ja schön. Wie du wüsstest, dass ich hier vor Ort bin. Guten Tag. Danke. Ja,